Ein Chronograph ist im 18. Jahrhundert geblieben. Und ohne Chronograph kann ich ja meine Zeitreise nicht kontrollieren. Und wie bist du denn hierher gekommen? Ich weiß nicht. Ich war so traurig und ich habe mir gewünscht, bei euch zu sein. Und dann... Ist das möglich? Gwendolyn, ist das schon einmal vorgekommen? Nein. Doch, ja. Einmal habe ich in der Klemme gesteckt und dann bin ich plötzlich bei Shakespeare gewesen. Kleine, ich vermute, dass du ohne Zeitmaschine gezielte Zeitreisen unternehmen kannst. Nein, das ist Quatsch. Das war bestimmt nur Zufall, dass ich hier gelandet bin. Viele Leute würden auch behaupten, Unsterblichkeit ist Quatsch. Du hast diese Gabe vielleicht nur unbewusst eingesetzt, aber vielleicht kannst du die Fähigkeit zum autosuggestiven Zeitreisen auch ganz bewusst einsetzen. Hör mir zu. Unsere Urahnin, Madame de Fee, hat diese Fähigkeit auch gehabt. Das hat sie mir mehrfach erzählt. Es geht darum, seine Gefühle so zu fokussieren, dass du alleine mit der Kraft deiner Gedanken die Raumzeitbarriere überwinden kannst. Die Raumzeitbarriere überwinden. Ganz genau. Bin gleich wieder da.